Aber jetzt muss ich schon deren Rebellen abwehren, glaubst du? Jetzt muss ich wirklich diese scheiß Rebellen der Franzosen schon killen, weil... Oh, ich habe 13.000. Kennst du das, wenn du 12.000 Dukaten hast? Nö. Ich auch nicht. Aber so 4 hatte ich auch schon mal. Jetzt nochmal ohne es zu cheaten. Ohne, in diesem Spiel. Achso, hat sie dir einen Kredit gegeben? Nee, also ich. Ihr Geld geliehen habe. Jo. Vorhin bei Frankreich. Frankreich habe ich 4.000 abgeknüpft. Im Krieg. Frankreich zerfällt gerade so ein bisschen. Gefällt mir. Soll ich mich mal um die Rebellen kümmern? Verweilt sie jetzt nicht noch meine Rekrutenliste. Oh. Ist schon unangenehm leer geworden, wie ich sehe. Das ist mal ein Rebellenproblem, das ist der Wahnsinn. Nein. Lass mal die Rebellen der Franzosen killen, weil. Hier stehen bleibt, greif mal da an. Du überrennst mal die da. Ach, jetzt sind da noch mehr Rebellen. Scheiß Franzosen können wir wieder gar nichts außer streiken. Jetzt mal wieder ganzen überfickten. Fenster mit bitte schließen, danke. Ach, Moment, kurz Pause machen wir hier. Lass mal wieder schon wieder Punkte verteilen, nein, das gibt's doch nicht. Ich verteile gleich ein paar mehr. Jetzt muss ich das gleich noch wieder machen. Dauert ja noch ein paar Jahre, bis die Technologie wieder gut. Kann noch mehr Scheiße bauen. Geil. So, wo sind jetzt so meine Truppen überhaupt alles so aufgestellt? Irgendwo da müsste noch ein Stack rumstehen. Du bleibst mal da unten stehen. Lass weitergehen. Okay, ich glaube, ich muss den Krieg beenden. Das wird so ja nichts mehr. Ich erheben sich ständig irgendwelche kacke Rebellen und ach, hast du nicht gesehen. Na, wobei, wir können noch warten. Nee, können wir nicht. Na gut, dann können wir noch abwarten. Jetzt, wo konnte, ja, konnten wir stehen. Du gehst mal nach, wo gehst du denn hin? Mailand. Und du gehst dahin. Und wir schließen mal Frieden mit Frankreich. Ah, jetzt immer kriege ich viel mehr. Das ist doch schon mal eine schöne Sache. Ja, was wie nein. Das wollen sie mir wieder nicht alles geben, was ich will. Ich will aber all ihr Land. So geben sie mir nicht alles.
Oder müssen wir das wieder so machen? Gucken mal, was ich komme. Ich möchte keine Kolonien mehr, die sind nämlich. Die geben mir nicht mal mehr 2%. Nur weil ich da keine Festungen habe. Jetzt muss ich wieder suchen, wo die ersten Nicht-Kolonial-Dinger sind. Wenn ich da überhaupt noch was von bekomme? Ja, das will ich nicht. Das will ich auch nicht. Gibt's denn da noch so? Da haben wir eine Festung gebaut. Das will ich nicht. Ich könnte die Insel nehmen. Vielleicht die Kononis? Ja, ja. Wenn ich mitspiele, ja, die Schnauze zu halten. Weck mich, wenn 18:21 ist. Ein Pisser, Mann. Ich glaube, ich nehme die Kononis noch. Viel Geld könnte ich von denen nehmen. Auch nur 3500, aber. Dann müsste ich halt weniger. Ich nehme noch ein paar Inseln, das passt schon. Ja, Frankreich und Österreich mögen mich nicht, aber das tun sie sowieso nicht. Und da habe ich mein Reich verbunden. Das ist schon mal schön. So, ehrlich gesagt. Rufen wir den Anspruch hier. Jonathan, Handelseinfluss, Kriegsrevolution, all dein Geld kannst. Wow! Mit was? Kriegspunkte minus 1%? Okay. Nehme ich das auch noch mit? Nehme ich noch eine Provinz mit? Ja, komm. Aber ich finde es schön, dass sie mich dann nicht mehr angegriffen haben. Danach. Nachdem du angegriffen hast. Ja, das kommt schon noch wieder. Na, glaube ich nicht mehr. Das kommt schon wieder. Das glaube ich jetzt nicht mehr. Kriegst du nur. Sollen wir deine Beziehungen hier verbessern? Der Zug ist abgefahren. So, ich konnte mein Reich jetzt schon mal ohne Schiff verbinden. Also auch schön. Was gibt's denn drüben so? Floride? Kennst du Floride? Ja. Bin ich in der Zahnpasta? Floride. Mhm. Shang-Sheng gibt's immer noch. Florida. Sukhothai. Kann ich? Alaska. Mhm. Hey, die Mongolen gibt's ja auch noch. Kaskada gibt's auch. An dem Moment, das ist immer was anderes. Erstmal schön mein Reich verbunden. Mamelukische Nationalisten. Spanisch La Plata. Stimmt, wir haben ja einen dauerhaften Anspruch wegen Dingenskirchen. Hawaii ist auch Spanien, okay. Anspruch fingieren, Oichi. Ja, bitte. Und dann noch mehr Ansprüche. Da kann ich keinen Anspruch. So lange bleibt das da in Frankreich denn noch. Kolonien interessieren mich so gar nicht. Osmanisch-Australien, das ist die ganze Insel. Also der ganze Kontinent. Ja, das passiert meistens. Wenn mich keiner aufhält.
Ein bloßes Ödland, das haben sie noch nie eingenommen. Das geht ja auch nicht einzunehmen. Maya Pahit gibt's auch noch. Naja. Geben ist ja sehr relativ. Ah, du bist in Spanien, geht noch. Sehr gut. Sehr gut. Danke. Dann gäbe es Osmanisches Reich und dann gibt es keine. Meine Armee ist größer als hier, das Osmanische Reich. Okay. Guck mal Wu an. Was ist denn damit? Die Buchstaben sind falsch rum. Das ist Uf. Das ist tatsächlich richtig. Oh nein, das wollte ich jetzt nicht. Ja. Hm. Lustig. Gab's hier nicht eine Taste, um ein Bildschirmfoto zu machen? Hm. F12. Sicher? Ah. Tatsächlich. Verrückt. So. Wie greife ich Spanien denn jetzt am besten an? Scheinbar gar nicht, okay. Dann weigert sich. Böhm hat 5500 Schulden. Vor 78 wird das wohl nicht mehr. Irgendwas, okay. Jetzt Aachen angreifen, gleich wieder Krieg gegen Frankreich führen. Wäre schon lustig. In der revolutionären Spanien findet eine Revolution statt. Was hat das nochmal gemacht? Revolutionäre Republik, ja. Ich brachte so ein bisschen Zeug. Ich weiß nicht mehr. Schon eine Weile her, dass ich so lange gespielt habe. Großbritannien ist Reichsding, okay. Ich würde das gerne auflösen, aber. Großbritannien? Ja, ist gerade Kaiserreichsherrscher, to be. Oh, Brandenburg ist wieder unabhängig. Ach, jetzt mal schön, wenn es könnte. Ach so. Du Scheiße. Das meinst du? Wäre schön, wenn Brandenburg das jetzt werden würde. Ja, wobei. Scheiße. Das ist doch. Original ist es doch gar nicht drin im Heiligen Römischen Reich, ne? Ja, aber du kannst auch andere wählen. Auch Leute, die nicht ansehen können, gewählt werden. Kannst du dein eigenes Heiliges Römisches Reich gründen? Ja, ich kann das Römische Reich gründen, ja. Also das richtige Römische Reich. Ich muss, wie gesagt, nur noch Frankreich erobern, ein paar Provinzen in Großbritannien, die gesamte spanische Insel und ein Großteil des Osmanischen Reichs und ein bisschen was in Afrika noch. Ach ja, und Österreich noch mehr oder weniger, noch ein Teil, noch ein bisschen Österreich. Das werde ich nicht mehr schaffen. Auf geht's. Mhm. Muss er das mit dieser Bedienung mal loswerden? So, ich hätte auch gerne noch. Das hätte ich gerne. So, jetzt mal neue Technologien kaufen, die ich mir nicht leisten kann. Ich habe nicht genug Punkte. So, es wird nur noch die Infanterie besser. Fliegende Batterie. Geil, jetzt können meine Kanonen fliegen. Geil. Ich kann aus der Luft angreifen. Großbritannien möchte hier einen großen Krieg wieder führen.
Okay. Kein Problem mehr für dich. Und ich führe Krieg gegen Österreich. Schon wieder. Jetzt mal kurz gucken, wo wir sind überall hin. Da oben Festungen, da oben ist tatsächlich eine Festung. Da muss ich dann tatsächlich mal hin. Das einzige Land, was dir noch gefährlich werden kann, ist das Osmanische Reich. Nein, Spanien ist auch mein Rivale, also etwa gleich groß und Frankreich und das revolutionäre Spanien. Ja, weil ich nicht sicher bin, wie stark Frankreich noch ist, also. Du weißt auch nicht, wie stark Großbritannien noch ist. Ja, wahrscheinlich nicht so stark. Gut, es hat halt Skandinavien als Vasall, das ist halt eine Ansage, sag ich mal. Gut, dass ich gerade neue Kanonen und so gebaut habe. Perfekt für den Krieg. So, vielleicht kriege ich heute mal ja das, was ich noch ganze Zeit haben will. Ich hab überall Ansprüche. Ja. Ich habe in Österreich Ansprüche und in Spanien. Sehr gut. Brauchen wir Manufakturen hier gleich. Achso, das Ding gehört jetzt auch mir, weil ich es mitgenommen habe. Gut, diese Kackinsel da drüben gehört jetzt auch mir. Wir haben von Den Haag gewonnen. So, hätten wir das Problem auch gelöst, dann zerlegen wir jetzt erstmal Österreich, würde ich sagen. Ah ja, jetzt kann ich eine neue Idee auswählen auch. Und da gehört mir Kärnten. Ja, ist mir jetzt egal, was das besetzt wird. Was ist das überhaupt? Ich vermute mal, ja, dass da. Da sehen wir jetzt gerade einen Scheiß, weißt du das? Dann marschier mal auf Wien zu. Oder weißt du was, du marschierst mal nach da oben und du marschierst auf Wien. Und ich Navarra kann auch gleich mal mit einkassieren. Dann mal meine Präsenz in Spanien verstärken, würde ich sagen. Das Deck hier von Österreich. Oh, Linz. Treffe ich dich in Linz? Treffen wir uns in Linz auf eine schöne Schießerei. Sieht's aus. Ach, da habe ich noch einen Anspruch. Ja, so sieht's aus. Und dann hört auch Österreich schon fast wieder auf. Da ist Wien down. Ich würde jetzt noch mal nach einer Idee gucken, aber es wird schwierig. So, gucken wir noch mal, ob wir Österreichs, diese 30.000 von Österreich da. Muss mal kurz hier pausieren. Das ist schon wieder viel. Na gut, du kannst mal weiter nach da marschieren und. Du marschierst mal nach da, da hat Österreich offiziell den Landshut nicht besetzt. Da also oben laufen noch ein paar Tausende, aber die machen nichts mehr. Ich brauche noch eine Ideengruppe. Ich kann keine militärischen Ideen mehr wählen. Was soll denn das? Was soll ich denn jetzt wählen? Was soll denn das? Das war Unsinn. Gar nichts. Ich könnte noch expansionistische Ideen wählen, vielleicht ist noch irgendwo ein Stück Land, das ich besetzen kann. Ja gut, dann ist das eh uninteressant. Ich jetzt nichts militärisch mehr besetzen kriegt. Nichts mehr besetzt kriege. Ruf. Da funktioniert die Prestige gar nicht, hat nichts mehr anfangen. Planung von Navarro gewonnen. Alter, jetzt gibt mir halt nicht so viele Fenster. Irgendwelche Gebäude bauen, die ich sowieso nicht brauche. Und dann marschierst du weiter nach da unten.
Auf jeden Fall von Navarro. Was wollt ihr denn, ihr dummen Pisser? Ihr habt hier nichts mehr zu melden. Spanien ist auch nicht so stark gerade. Oh, ich probier's. Ich find's mal heraus, wie stark Spanien noch ist. Dann greifen wir ihren Stack an. Oh, ich hab gewonnen, wie es aussieht. Okay. Junge, kann da warte mal bitte hier Frieden machen? Ich meine, die haben doch sonst nichts. Aus Österreich mal diese Provinzen wegnehmen. Die spawnen hier ständig so 1000er Stacks, das nervt. Ich glaube, der Fien hat sie wirklich schlafen gelegt. Ich gehe einfach unten, wenn sie weiter schlafen. Ich bin noch da. Ist ja nicht sein. Ist ja nicht mein Geld, dass sie die ganze Zeit den Rechner verbraucht hat. Bin noch da. So, wie viel Beteiligung habe ich denn? 48, das sollte doch für einiges reichen. Aber wo ist denn überhaupt meine Flotte? Will ich mich mit der österreichischen anlegen? Ich halt nicht. Ich glaube, jetzt ist es zu spät, ne? Ne, ist es nicht zu spät. Also, das sind ja gar nicht meine Truppen. Nacht von Südtirol. Das sind also 1000er Stacks, das ist.